So, komm mal. Oh Mann, wir haben bald ein Gardevoir. Wir brauchen nur noch 3 Level. Und es ist kurz vor Level 28, also nur noch 2 Level fast. Ja, jetzt sind es nur noch 2 Level. Weil wir eben nur einen Killer in unserem Team haben. Und nicht mehr. So, dann noch seine Freundin. Haben sich deine Pokémon sehr entwickelt? Naja, ich habe nur einen Killer und ein Arbor hat sich entwickelt, mehr nicht. Nicht gerade viel. Aber wir sind noch dabei, weitere zu fangen. Das kriegt man schön. So, Meryl. Oh, ich verstehe, gut zu wissen. Ja, ja, ja. Interessiert sich das? Und hier ist, glaube ich, wieder einer. Ja, genau. Den können wir aber ausweichen. So, hier sind die Meteorfälle. Der Ort, an dem wir unser Sonnenfil fangen werden. Juhu! Jetzt seid ihr zu Mario. Achso, by the way, die Meteorfälle sieht anders aus als in Pokémon Saphir und Rubin. Meteorfälle hier entlang nach Meteoros City. Jawohl, genau. So, hier sind die Meteorfälle. Wie gesagt, sieht ganz anders aus als in Pokémon Rubin und Saphir. Und wir suchen hier unser Sonnenfehl. Und ist das ein Sonnenfehl? Nein. Es ist nur eine Nervensäge. Aber diese Nervensäge ist gut fürs Trainieren. Gut zum Trainieren. Gut fürs Training. Ne, wir wollen ja hier ein Gardevoir haben. Hat sich unser Trasler bis zum Gardevoir weiterentwickelt. Mann, ich räusper hier schon wieder viel zu oft. Ich räusper immer dann, wenn ich irgendwie unzufrieden bin mit irgendwas. Das könnt ihr euch merken. Wenn ich anfange zu räuspern, bin ich unzufrieden. Und ich bin gerade unzufrieden, weil kein Sonnenfehl auftaucht. Sondern nur solche Kack-Zubats. Ja, weg mit dir. Böses Zubat. Jetzt aber, Sonnenfehl. Alter. Gib mir ein Sonnenfehl. Gib mir mal was anderes, bitte. Nicht nur solche blöden Zubats. Bitte. Kein Zubat. Sag mal. Aber es ist in Ordnung. Wir können gut trainieren. Aber wir haben nur noch 3 AP auf Psychokinese. Das gefällt mir nicht so gut. So, jetzt bitte. Gib mir einen Sonnenfehl. Nichts anderes. Do it. Dankeschön. So. Das ist unser nächstes Team-Pokémon. Jetzt müssen wir es nur noch schwächen. Ich glaube, Psychokinese wird es überleben, weil es hat eine. Es ist jetzt vom Typ Psycho, von daher. Gut. Als nächstes, ich glaube, ich mach's nochmal. Sollte es, glaube ich. Einmal sollte es nochmal überleben. Kein Volltreffer. Oh! Der Puls immer dann, wenn es in den roten Bereich runtergeht. Okay, und jetzt fangen wir es. Gut, wir haben da einen Premium-Ball und einen Pokéball. Benutzt mal einen Premium-Ball. Premier-Ball. Ja, ja, ja. Jawoll. Dieses Pokémon bezieht seine Energie aus dem Sonnenlicht. Bei Sonnenschein kann man viele Sonnenfehl beim Sonnen beobachten. So, wie nennen wir uns? Sunshine, Sunshine. Sunny, Sunny. Sunny, Sunny.
Nicht gerade innovativ, ich weiß, aber mir fällt gerade kein besserer Name ein. Sunny. Okay, Sunny ist es jetzt in unserem Team. Und das heißt, ich muss die Liste aktualisieren. Bis gleich. Okay, gut. Die Liste wurde aktualisiert und Sunny befindet sich... Alter, deutsche Tastatur, ich weiß. Mann, immer diese Tooltips. Ich will keine Tooltips. Windows Link, nein. Jetzt gehe ich mal darüber. So, Suchfeld. Okay. Genau, so, jetzt könnten wir weiterspielen, bis wir unser Pupanze kriegen. Ich glaube, da müssen wir in die Wüste. Aber wie kommen wir in die Wüste? Ich glaube, da müssen wir zuerst Felicia besiegen. Oder? Ich würde sagen, wir trainieren jetzt unser Sonnfell. Es hat Level 18. Kann Attacken wie Tackle, Härtner, Konfusion, Steinwurf. Ja. Ja, ich laufe mal zurück, genau. Die haben wir ja schon besiegt, die zwei. Dann war der hier, der dreht sich eh im Kreis. Okay, dann waren hier noch ein paar fiese Leute. Loturzel! Ach, ich muss immer an Pokémon denken. Loturzel! die TV-Serie. Loturzel! Loturzel! Ich Loturzel sein! Oh, jetzt wäre ich fast nach oben gegangen. Loturzel! So, gut. Dann Loturzeln wir uns mal zurück. Ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon sind wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Hier, deine Pokémon sind nun wieder topfit. Wir hören uns bald wieder. Blablabla. So, gut. Dann trainieren wir jetzt unser Sonnenfehl. Und jetzt laufen wir erstmal komplett den Weg nochmal zurück. Oder wollen wir hier anfangen zu trainieren? Nee, ich glaube, wir fangen zuerst bei diesem Sandstrand hier an. Ah, du hast uns nicht gesehen. Hier gibt es keinen Trainer. Nein, nein, nein. Ich bin gar nicht da. Und Schneckmarken, guter Gegner. Sunny. Steinwurf. Okay. Gut, dann... Ist hier unten vielleicht irgendwas? Hier ist doch bestimmt was versteckt. Die Entwickler bauen das nicht einfach so aus Spaß hinein. Detektor, komm mal her. Wir haben noch so einen Detektor bekommen. Der nicht funktioniert, weil hier kein Item ist. Klasse. Pandir! Eigentlich könnten wir die Pandias bekämpfen. Ich meine, die Pandias greifen wahrscheinlich eh nur mit normalen Attacken an. Okay, ich nehme es zurück. Scheiße. Ey, dieses Pandi ist schlau. Weil es weiß, wie man mein Sonnenfehl besiegen kann. So, weg. Also, nee. Erstmal. Okay, die dreht sich auch im Kreis. Ich will zu diesem Strand. Südlich von Graphite Port City, weil da haben die Pokémon ungefähr nur Level 10er oder so. Ja, das ist einfache Beute für Sonnenfehl.
Gibt's doch nicht so viel Experience Points, aber was soll's. Wenigstens, dann haben wir die, schon mal die Trainer da alle weg. So, da hinten ist ein Ninja-Junge, den, da sind sogar zwei Ninja-Jungen, wenn wir da weitergehen würden. Aber die Schneckwachs sind super zum Trainieren. Das ist einfach nur ein Steinwurf und fertig, ja? Hier, bam, GG. So. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen. Über Boot und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du herumgelaufen bist. Total klasse. Ach ja, gib mir mehr Schneckmax. So stell ich es mir vor. Ich glaube, ich muss die Trainer gar nicht besiegen. Die sind alle optional. Schneckmax Killing. Best Strategy ever. Und schon Level 19. So einfach geht das. Und es lernt Feuerwirbel, eine Feuerattacke. Ja, besser als Härtner, würde ich sagen. Ich muss mal auf mein Moveset schauen, weil ich habe ja ein Moveset geplant für unsere Pokémons. Ja, dass ich mir ungefähr an das Moveset halte. So, nee, auf Wind habe ich keine Lust. Gut. Dann werden wir jetzt hier. Nee, nee, nee. So, dann heilen wir uns schnell. Oh meine Güte, sind deine Pokémon nicht erschöpft? Wenn du magst, ruhe dich doch hier aus. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Nein, bitte nicht nochmal. Vor allem, ich hatte nicht einmal ein Bett. Wo schlafe ich denn bitte schön? Auf den Stühlen? Nee, da ist schon wieder jemand, der mir auf den Sarg gehen möchte. Bitte, Trainer, geh mir nicht auf den Sarg und schau nach rechts. Schau nach rechts, du Sau. Ja, danke. So, die haben wir schon bekämpft. So, feuriger Pfad. Bitte gib mir viele Feuer-Pokémon. Ach, das ist kein Feuer-Pokémon. Du bist ein Betrüger. Blödes Smogon. Nee, komm, weg. Auf dich kann ich verzichten. So, jetzt. Here we are. Haben wir gegen den schon gekämpft? Nein. Meine Beine sind durch das Klettern in den Bergen richtig muskulös geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. So, Kleinstein. Es hat Level 16. Erbärmlich, wir haben Level 19. Ich glaube, wir sind schon zu stark für die Trainer, gegen die wir jetzt kämpfen wollen. Nee, nee, das passt schon. Ein bisschen Geld brauchen wir ja auch noch. So. Wir setzen gefühlt 90% aller Wanderer Kleinsteins ein. Das ist langweilig. Also wenn ich ein Pokémon-Spiel designen würde, ich würde nur verschiedene Pokémon einbauen, die die Trainer haben. Und passen auch zu ihren Typen, ja. Also zu ihren Charakter. Also ich würde niemals einem Wanderer nur drei Kleinsteins geben, das ist langweilig. Keine Ahnung, man hätte ihnen vielleicht einen Nasknit geben können oder einen Sonnenfehl. Aber drei Kleinsteins, das ist langweilig. Oder von mir aus ein Lunastein, das geht ja auch. Ist ja auch ein Gesteinstypen, ja. Oder von mir aus zwei Kleinsteins und ein Georock, damit man so als Spieler die Entwicklungsreihe so kennenlernt, falls man sie nicht drauf hat. Das haben die ja früher in den Elternspielen gerne.